Wir fahren zum Sachsen-Trail. Und zwar geht es von Berlin nach Dresden, um den kleinen Justin abzuholen. Aber zur Stärkung erstmal ein klitzekleiner Boxenstopp. Oh, jetzt haben wir so schnell gegessen, jetzt konnte ich euch gar nicht zeigen, was es gewesen ist. Und jetzt geht's noch ganz weit tief in den Osten rein. Nach Schwarzbach zum Beispiel. Oder Langenberg. Bis wir dann unsere Ferienwohnung beziehen. Heute ist das süß. Ich muss euch gleich unten nochmal zeigen. Och, guck mal. Oh, guck mal, wie süß. Guck mal, da hat der Justin was zum Spielen. Oh, hier ist die Welt noch in Ordnung. Genau. Muss ich nicht laufen morgen. So, das ist hier dein Bereich, ja, ne? So, dann haben abzugeben. Genau. So, dann haben wir hier einmal, oh, ein Ehebettchen. Das erste Mal, dass ich mich bücken muss in meinem Leben. Oh, oh. Oh, du musst dich aber überall bücken. Oh, krass. Aber ja, süß. Ja. Ja, oder? Das ist ja echt süß. Aber hier, da müssen wir aufpassen, ne, Leute? Also... Ja, aber selbst hier mit, also Sven wird hier auf jeden Fall ein Problem haben. Na toll, ey, und ich dachte, ich kann mal 2 Tage ohne Schnarchen schlafen. So, jetzt gucken wir unten. Komm mit, das ist hier wie bei Oma. Süß, oder? Ist das nicht süß? Also man kann es nicht so richtig sehen, aber die Decken sind sehr relativ niedrig und deswegen hat man das Gefühl, dass es total süß ist. So, alles ein bisschen älter, aber total sauber und voll in Ordnung. Finden wir gut. An unserer Ferienwohnung gibt es sogar Friends, hauseigene Friends. Hallo, ihr Hübschen. Angekommen am Rabenberg, holen wir uns jetzt unsere Startnummer da. Das ist übrigens die Strecke, die wir morgen laufen. Also diese blauen Linien, die wir hier zickzack die ganze Zeit hin und her. Hier haben wir die VPs und wie wir sehen, haben wir hier zwischen VP 2 und VP 5 echt viel Kilometer ohne Verpflegung. Müssen wir doch was mitnehmen. Uni, das ist entweder eine Mütze oder eine Brotdose, das macht dann die Kollegin dazu. Supi. Und dann haben wir hier. Jetzt haben wir direkt 3 Startnummern für alle 3 Läufe bekommen. Und irgendwo gibt es hier ein Goodie, habe ich gehört. Brotdose oder Mütze? Cool. Bitte schön. Ich nehme auch die Brotdose. Wo ist denn das hier? Dann kann ich mir das oder das aussuchen. Ich nehme das. Das hier. Bitte schön. Dankeschön. Oh, eine Brotdose, ne? Die kann man immer gebrauchen. Jetzt bauen wir uns mal die Startnummer dran. Jetzt laufen wir den Uphill. Morgen gibt es dann den Ultra und am Sonntag gibt es den Quarter. Was machen wir jetzt hier? Also mittlerweile habe ich ja echt Dixie-Erfahrungen, muss ich sagen. Und das ist eines der besseren, denn du hast hier nämlich ultra viel Platz und es gibt Toilettenpapier. Was es hier allerdings nicht gibt, ist so ein Handwaschbecken-Gedöns da. Das wäre natürlich noch besser. Aber gut, man kann nicht alles haben. Es kann losgehen, Leute. Wir haben sich schon die ein oder anderen Läufer formiert und aufgestellt. Da ist auch das Ziel gleich. Wir laufen jetzt gemeinsam den Berg runter, also spazieren runter, um dann wieder hochzulaufen. Yay! Also, let's go.